So, Leute, ich mach ernst. Hey ho, ich bin hier im Tunnel, am Tunneln. Ja, das müsst ihr euch jetzt die ganze Zeit angucken. Und wer sich beschwert, ja, dann werde ich eben eine Holzhacke nehmen. Ne? Nein, das war's. Ich wollte nur mal eben die Hacke noch verbrauchen. Bin jetzt hier bis zu diesem Bereich, wenigstens jetzt mal diese Dreierbreite. Durchgestoßen. Hier, das sind so Sackgassen, da geht es nicht weiter viel. Also, da hinten ist dann schon der Ausgang. Aber ich glaube, es gefällt mir wirklich ganz gut, hier so einen Bahnhof aufzuhacken. Das ist, glaube ich, sehr repräsentativ. Ja, kommen so auf dem Nachhauseweg, werden wir jetzt noch ein bisschen Erde hier kaputt schlagen. Die Schippe auch. So. Richtige schöne Buddlerarbeit, das ist immer noch das Beste. Ganze Bauerei und so ist es immer langweilig, aber hier buddeln, das ist richtig spannend. So. Das war's ja, klar, bleibt noch einer über. Egal, egal. Ich muss jetzt eh zurück hier mal meine Taschen leeren. Ist da was? Hat sich da was bewegt? Nein. So komische Schreckmomente. Ich weiß auch gar nicht, ob. Hoffentlich kommen wir überhaupt hier noch. Ich muss noch eine. Oder sogar zwei nach oben wegschlagen. Könnte natürlich noch ein bisschen riskant werden. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir hier immer mit der Karre hin und her fahren. Endlich mal wieder, ne? Da werden Erinnerungen wach. Boah, was soll ich nur mit diesem ganzen Zeug machen? Oh, ich weiß, was ich mit dem Zeug mache. Ich weiß, was ich mit dem Zeug mache. Und zwar tun wir mal so noch ein paar Sachen hier raus. Ich habe ein bisschen das Inventar ein wenig voll. Ja, die Schienen auch erstmal wieder hier lassen. Oh, Essen, Essen, Essen. Die Melonen habe ich wirklich noch aus der Ponderosa mitgebracht. Da müssen wir mal wieder hin. Leider werden wir da ein wenig. Ist überhaupt Tag? Ja. Ganz vergessen so bei der Buddelerei. Also das weiß man überhaupt nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Ponderosa ist etwas zerstört worden, als ich da das letzte Mal los. Also da kam ein Creeper und hat mir dann irgendwie das halbe Haus weggesprengt. Da werden wir also ein bisschen was zu tun bekommen, wenn wir zurückkehren eines Tages zu unserer nächsten Versorgungstour. Und natürlich unten in der Mordsschlucht war ich auch nochmal und hab. Ach, das wollte ich mal eben machen. Und habe da unten mich mal so ein bisschen umgesehen. So, pass auf, jetzt geht's mal schön von oben nach unten hier. Ja, klar, der erzählt mir hier ein, also. Obwohl, ja, ich hatte vorhin mal diese Version tatsächlich ein bisschen getauscht. Um auf dem Server spielen zu können. Ich bin ja hier blöderweise auf so einem Snapshot, was ich ja nie wieder machen werde. Weil das ganz viel verrät. Ich mache jetzt immer nur noch Vollversion, der Rest mir egal. Aber da konnte ich hier, bei dem konnte ich nicht abwarten. Das habe ich auch schon mal erzählt. Da konnte ich einfach nicht abwarten. Hier Holzslabs zu verwenden und solche Sachen. So, wo geht's denn hier weiter? Hier, ne? Hehehe. Hervorragend. Mir geht es jetzt nämlich einfach nur darum, mir fehlen noch ein paar Setzlinge. Ach. Hallo. Komm. Fallt mal runter. Ja, komm, dann schnappe ich mir den letzten Baum auch noch. Ein wenig Laub noch. Wo hab ich denn meine. Ach, da.
Man sieht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, da komme ich jetzt natürlich gar nicht mehr ran, weil ich mich jetzt ungeschickt verhalten habe. Ja, das ist natürlich jetzt blöde. Hier oben komme ich rüber. So. Jetzt aber. So, dass ich wenigstens mal da unten alle Setzlinge einpflanzen kann. Wie viel bräuchte ich denn eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, die habe ich aber jetzt zusammen, oder? Nein, einer fehlt. Komm, komm, put, put, put. Und jetzt lassen wir das auch mal schön wachsen, einfach mal so, weil ich. Ah! Weil ich wissen möchte, ob es denn auch funktioniert. So. Und dann war noch hier eine Sache mit der Erde. Dass wir die auch noch ein bisschen verteilen. Und zwar wollte ich hier doch auch mal die Seen etwas hübscher gestalten. Oh, mal gucken, wie, was jetzt so. Was ich für so Einfälle habe. Ah, nee, der nicht. Vielleicht mal so ganz normalen Kreisrunden, wie ich auch den Platz gemacht habe. Das ist immer ganz einfach. Dann hier so drei, dann muss das hier weg. Da brauche ich aber die blöderweise jetzt auch keine Erde. Das wollte ich ja, wenn dann, auch ein bisschen brunnenartig befestigen. Da müssen hier drei rein. Drei, zicke, zacke. Oh, einer zu viel. Drei, zicke, zacke. Drei. Und zicke, zacke. Dann wieder hier drei und zicke, zacke. Ja, das sieht man natürlich jetzt überhaupt nicht, dass das da irgendwie gewollt verschönert ist. Aber doch irgendwie mit Stein nehmen. Aber ich wollte jetzt irgendwas machen, wo ich meine Erde ein bisschen loswerde. Er ist auch viel kleiner geworden jetzt, der kleine Brunnen hier. Aber es macht ja nichts. Das macht ja eigentlich nichts. Ja, jetzt könnte man, was könnte man denn machen? Was haben wir denn hier besonders viel noch? Hier, von den Slabs habe ich doch noch ganz viele. Lass uns doch die mal so ein bisschen hier am Ufer. Vielleicht von denen immer so zwei auf das Zickzack. Und dann nehmen wir noch von den Koppelsteinen. Da sind natürlich nicht so viele. Aber haben wir ja auch vorne die Werkbank stehen. Und dann machen wir mal ein paar neue nach. Pass auf, erstmal so. So, mal welche nachmachen. Das sieht ja auch schnuckelig aus da vorne hier mit den kleinen Bäumchen. Oh ja, und jetzt hier, nicht vergessen, ne? Wie habe ich das denn gemacht? Da eine Lücke und dann hier genau rein. Höh, vorsichtig. Fackel. Gut. Gut. Bisschen indirektes Licht. Ja, mit der blauen Wolle, ne? Müssen wir einfach noch ein bisschen mehr machen. Ab und zu nochmal hier so ein bisschen blaue Wolle rein. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Komm, ich hole mal was, damit ich was in der Tasche habe. Jetzt sieht das so etwas verloren aus. Und dann denkt man so ein bisschen, was soll das denn? Warum ist denn das so blau? Das passt doch gar nicht. Ne? Aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe da so Visionen, dass dieses Dunkelblau hier noch eine elementare Rolle spielen kann in unserer Dschungeltown, Dschungel City, keine Ahnung, wie wir es nennen sollen. Und gerade wenn ich auch noch dran denke, dass wir in der Ponderosa so schöne, viele, große, fette, dicke Lapislazuli-Vorkommen haben, also schon gelagert, die warten nur darauf. Ne? Und dann Schafe können wir blau machen, ja, wir blaue Schafe. Jetzt bin ich hier am Gucken. Einfach so. Das sieht ein bisschen jetzt verloren aus, ne? Dann hacke ich jetzt einfach mal
tut ja auch gar nicht weh. Ich habe keine Hacke mehr. Ich habe hier keine Hacke mehr. Das ist doch wie, ne? Ich renne hier ohne Hacke rum. Und keiner sagt mir wieder was. Lalala, dann kommt das mal wieder weg. Und dann kommt das da mal dran. Ja, das kann das schon. Das, wenn wir das jetzt öfters mal so ein bisschen einbauen, dieses Blau, irgendwie nur so ganz, ja, unauffällig. Ich glaube, dann kann das echt funktionieren, dieses Farbkonzept. Ne? Ja, jetzt wachs. Oh, das ist gut. Ich habe immer gerne einen noch immer. Oh, noch einer. Oh, super, 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 super. Hängt denn oben noch Blatt? Ja. Ich sag jetzt mal besser nichts. Ja, ich gehe jetzt hier mal meiner Wege. Ach so, wir wollten eigentlich Halbsteine holen. Aus Koppelstein. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier vielleicht sogar mein 300. Video ist oder so. Es kann sein. Ich hab irgendwie aufgehört. Ich habe ja früher habe ich auch immer so Abonnenten-Specials gemacht, aber es wurde dann irgendwann so viel, dass ich gar nicht mehr wusste. Und hallo, was bin ich? Keine Zeit. Ne? Pass auf, jetzt machen wir das mich zu. So. Und dann schlagen wir hier noch so ein bisschen. Ringsherum noch was weg. Hier wird es natürlich ein bisschen knapp. Ne, hallo, warum wächst da denn kein Rasen? Ich will aber jetzt mal Zeit hier. Komm. Da muss eigentlich Rasen wachsen. Ja. Hier außenrum noch irgendwie so ein bisschen verschönern. Und dann, ist das dann wirklich eine ganz nette Sache. In der Mitte wieder so ein Glowstone drauf, mit blauer Wolle. Auch das sieht ja nicht aus, weil das Wasser ist ja schon blau. Vielleicht ist es auch zu dick. Ich mach mal hier so testweise ein bisschen wieder weg. Ich glaube, so gefällt mir es besser. Könnte ringsherum dann so ein Grindweg führen. Ja, schon besser. Hier so ein bisschen so ein Grindweg durch. Hier kommt man ja auch noch lang. Da könnte man hier so durchspazieren. Und da an diesen Brunnen so könnte man, was weiß ich, so eine goldene Kugel reinwerfen. Und dann käme da vielleicht ein Frosch raus und man würde den küssen. Und dann wäre das ein schöner Prinz. Und dann würde man sagen, oh nein, Hilfe! Na? Lass mich in Ruhe, du Schuft! So, Tür mal zu hier. Ist vielleicht besser in der Nacht, ne? Ist noch alles im grünen Bereich? Oder im blauen Bereich, wo wir hier so schön mit der blauen Wolle rumhantieren? Okay, dann habe ich doch vorne da so ein bisschen angedeutet, was ich mit den Seen machen möchte. Dann habe ich dann das komische Baumplantagengerät einigermaßen schon mal fertig, dass man da schon mal mitarbeiten kann. Bäume sind nachgepflanzt. Tunnel ist ein wenig gegraben. Ah, ich habe jetzt noch die Taschen voll mit Stoff. Da muss ich hier mal ein bisschen jetzt auslagern. Wollte halt draußen noch ein bisschen Erde irgendwo hinkippen. Deswegen hatte ich die vorhin mitgenommen, aber es fiel mir dann doch irgendwie nichts mehr ein. So Sinnvolles. So. Ah, drei wunderbare Dschungelsaiblinge. Das ist gut. Auch das ist gut. So. Jetzt können wir vielleicht die Wolle erstmal wieder hier lassen. Machen wir dann erst wieder, wenn wir draußen ein bisschen bauen. Jetzt wollte ich mich vielleicht nochmal um den Tunnel kümmern. Ja, so viele Äxte brauche ich jetzt auch gar nicht dabei.
Das ist ein bisschen überflüssig. Auch mal hier so ein wenig von dem Gestein brauche ich jetzt mal nicht so viel. Ich wollte doch mal vielleicht oben gucken. Oh ja, Zäune habe ich dabei. Normales Holz bräuchte ich. Ja, nicht ganz so viel. Dann haben wir hier noch so Dschungelholz. Das müsste jetzt erstmal reichen. Platten haben wir noch, von dem haben wir noch, von dem haben wir noch. Okay. Ich habe auch keine Schaufel mehr, ich habe gar nichts mehr, ne? Und hier noch so eine kaputte Axt, die lasse ich jetzt mal hier. So, pass auf, noch ein paar Zäune da. Haben wir noch ein paar Zäune? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Eine Leiter ist auch nicht schlecht. Einfach mal, um eine dabei zu haben. Hoho. Und dann lass uns mal hochlaufen. Auf die Brücke, habe ich mir gedacht. Ja, jetzt machen wir mal oben an der Brücke ein wenig weiter. Keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Ich mache da jetzt, glaube ich, erstmal einen Zaun, also so ein Geländer an der Seite und guck mal, wie das aussieht. Und das ist jetzt schön, da kann man auch mal in der Nacht so ein bisschen weiterarbeiten. Sag ich jetzt mal so. Ich hoffe, es funktioniert. So, gucken wir uns das auch mal jetzt nochmal genauer an, in aller Ruhe. Wie ich denn hier los? Hier standen ja früher meine Kisten. Und dann gehe ich jetzt hier mal los. Was ist denn, wenn ich jetzt hier an diesem Block. Der ist ja auch sowieso, sieht ja noch ein bisschen komisch aus. Pass mal auf. Machen wir jetzt mal in aller Ruhe so ganz unnervös. Ja. Den könnte man auch abreißen. Ich weiß, der fällt jetzt runter. Da komme ich jetzt nicht ran oder wie? Oder was? So. Den kriegen wir vielleicht sogar wieder. Der fällt wahrscheinlich da auf den Weg. Ja. So. Damit es so ein bisschen stabiler aussieht, wenn da jetzt so ein Zaun dran gebaut wird. Wie machen wir den denn jetzt so auf der Höhe vielleicht einfach mal? Das würde ja schon reichen, dass man da nicht durchpurzelt. Also ab und zu mal dann halt ein bisschen versetzt. Gehen ja auch Stufen nach unten jetzt erstmal. Oder kommt man mit einer Linie vielleicht so richtig durch? Das könnte funktionieren und das könnte vielleicht auch noch besser aussehen. Zäune so an der Reihe hängen, das mag ich ja total ungern, ne? Das ist einfach, weil man da so unheimlich zielen muss, immer um die Stelle da zu treffen. Und wenn man da den Finger auf der Maus lässt, dann macht's halt Kalacker-Kalacker und setzt sich da an lauter falsche Stellen. Das ist, finde ich, unpraktisch. So, jetzt kommen wir wieder hier. Hier müssen wir dann wieder eine höher machen oder so, ne? Hier sind wir ja auch schon fast. Ach, guck mal, sind wir schon fast drüben. Das reicht ja eigentlich dann auch schon. So, mich interessiert jetzt nur, ob wir da durchpurzeln können. Das ist jetzt die Mutprobe hier. Aber ich springe da auch so dauernd runter, also macht euch keine Sorgen, da passiert nichts. Bisschen. Ja, man sollte es nach unten ab und zu mal noch ein bisschen ausbauen. Pass mal auf, jetzt hier vor allem einfach so eine normale, einfache Stufe, so. Keine Zäune mehr da! Mach ich gleich neue Zäune, ist auch egal. So. Was mich jetzt interessiert, ist, wie das so ungefähr so aussieht. Ja, dafür laufen wir mal eben rüber auf den Nachbarbaum. Von hier aus kann man ganz gut gucken, wenn man da so hier so hinrennt. Ja, wenn ich jetzt
hier an den Stellen noch was einbaue, so ein bisschen. Finde ich das nicht schlecht. Ich möchte es jetzt auch nicht zu riesig. Ich weiß, dass man da auch noch so Seile antäuschen kann mit den Zäunen und so, die dann sich da von da oben runterspannen. Aber es soll eben ehrlich gesagt nicht zu fett aussehen, so und irgendwie wie so ein Modell oder so. Das ist eher, ich finde es ganz gut, glaube ich. Hier noch was drunter. Ich kletter mal da drauf. Ach nee, ich brauche erstmal Zäune. Jetzt muss ich erstmal Zäune machen. Zäune machen. Mach mich doch mal darauf. Los, geh da weg, Mensch. So. Schwubbeli-bubbeli-bups. Dafür brauchen wir erstmal ganz viele Stöcke. Ah, oh, brauchen wir noch mehr Stöcke? Ja. So. Zack. Jetzt mache ich doch wirklich Zäune, ja, wo ich doch wirklich in der Ponderosa alles voll habe mit Zäunen. So ist das doch immer. Da freut man sich, dass man Zäune nie wieder machen muss. Und ja. Jetzt sind wir hier wirklich weit, weit weg von der Ponderosa. Fünf Schiffsminuten. So ungefähr. Ich habe noch nie richtig auf die Uhr geguckt. Müsste ich eigentlich mal machen. Ich schätze das immer nur so auf 3 bis 5 Minuten, so die Fahrt. Aber, keine Ahnung. Dann setze ich die Reihe auch noch dran und dann ist das Video nämlich auch vorbei. Dann habt ihr wieder schön was zugeguckt, ne? Und ich habe euch schön was am Zugucken geliefert. Und dann sollte ich dann vielleicht als nächstes hier drüben so das Häuschen in Angriff nehmen oder irgendwie so eine Plattform. Das könnte so ein Wachtposten sein oder sowas. Vor allem so schön, dass man da den auch mal gut langlaufen kann. Muss man immer so irgendwie, kommt das noch weg und den da auch da ran und dann haben wir das nämlich. Stimmt denn hier jetzt gerade nicht? So. Okay, da muss da noch was hin, da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Okay. Pass auf, und da wollte ich immer hier an der Stelle. Da gut, da muss ich jetzt unten auf den Lehmweg. So, wo ist das? Mal gucken, hier ist das hier. Der ist es. Der ist es und oh, da komme ich natürlich nicht ran. Augenblick, Augenblick, das mache ich noch. Und dann sage ich jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.